Die Fans der Popsängerin Adele fiebern seit Monaten darauf hin. Und heute Abend ist es soweit. Der Konzertmarathon der Britin beginnt. Die insgesamt 10 Konzerte finden alle in München statt. Sonst gibt es in Europa keine weiteren Auftritte von Adele. Dafür wurde im Osten von München eigens eine Arena aufgebaut. 75.000 Fans finden darin pro Abend Platz. Der Konzertveranstalter Marek Lieberberg erwartet ein außergewöhnliches Erlebnis für alle Besucher. Ich glaube, es ist für jeden erkennbar, für jeden sichtbar, mit Worten schwer zu beschreiben. Es ist ein einzigartiges Kolosseum, von Anfang bis Ende ein stimmiges Design, klare Fronten, klare Gliederungen, optisch ein absoluter Genuss, nicht von Werbung oder von sonst irgendetwas verzerrt. Sie haben hier eine Bühne, eine LED-Wall, die nur für München erstellt wurde. Sie gibt es nicht als Konfektionsware. Sie gibt es nur maßgeschneidert wie alles andere. Es ist ein riesiges, ein episches Experiment. Ich habe es gesagt, never before and never again. Es wird es in dieser Form nicht mehr geben. Das Stadion ist am Tag nach der letzten Show abgebaut. Und meine Kollegin Eleni Spinner ist für uns vor Ort in München in der sogenannten Adele World. Welche Vorteile bietet es denn, wenn man für 10 Konzerte eigens eine Arena samt Themenpark drumherum aufbaut? Ja, also wir stehen jetzt hier direkt vor der Adele World. Der Einlass war vor etwa einer Viertelstunde und es ist Wahnsinn, wie viele Fans schon hier reinströmen. Und das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Also zu einem ist sowas noch nie für einen Star alleine aufgebaut worden. Also hinter mir sieht man sowohl die Arena als auch die Adele World. Das ist ein riesengroßes Festivalgelände und dort hat sich Adele, man kann es nicht anders sagen, verwirklicht. Da gibt es beispielsweise, wurde das Pub nachgebaut, in dem sie ihr allererstes Konzert gegeben hat und ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben hat. Es gibt eine Bar, wo ihre Lieblingsgetränke ausgeschenkt werden. Ja, die Telefonzelle aus dem Video Hello wurde nachgestellt. Also das ist wirklich ein Riesenerlebnis für alle Fans. Und das Praktische und Gute ist für sie natürlich, dass sie nicht reisen muss, dass sie nicht unterwegs sein muss. Sie ist nie ein großer Fan vom Touren gewesen, hat immer gesagt, sie mag das lange Reisen nicht. Und so ist alles halt an einem Ort untergebracht. Und beispielsweise, was die Logistik angeht, beispielsweise das Verkehrskonzept oder Sicherheitskonzepte, da muss man sich nicht immer wieder auf eine neue Stadt drauf einstellen, sondern das fließt dann einfach so von sich für diese 10 Konzerte hier in München. Nun, wenn es Adele darum geht, immer vor Ort zu sein und nicht reisen zu müssen, dann hätte sie ja auch in die Allianz Arena in München gehen können. Das sind auch 75.000 Zuschauerkapazität. Das Olympiastadion fast knapp 70.000. War das zu wenig für Adele? Naja, also eigentlich, man muss vielleicht so ein bisschen die Entstehungsgeschichte hier verstehen. Also sie wollte eigentlich, das hat sie auch während ihrer letzten Tour 2016, 2017 gesagt, da war sie unter anderem auch für ein paar Konzerte in Deutschland. Und bei ihrem Abschiedskonzert in London in der Wembley Arena hat sie gesagt, sie will eigentlich nicht mehr auf Tour gehen. Also man musste sie mit irgendwas locken. Und das ist den Veranstaltern hier in München gelungen, indem sie gesagt haben, wir bauen dir eine eigene Arena. Und Adele ist eine Perfektionistin, haben wir gehört von den Veranstaltern. Ihr war es ganz wichtig und das ist beispielsweise weder in der Allianz Arena noch auch in anderen Stadien der Fall, dass alle sensationell gut hören können. Also das soll ein Hörerlebnis für alle werden, ganz egal, wo sie sitzen. Und man soll sie auch gut sehen können. Also da ist quasi ein Amphitheater entstanden. Wir haben uns das gestern hier schon anschauen können. Und sie ist im Vorfeld nach München gereist. Immer wieder hat sie auch die Entstehung mitverfolgt. Und sie hat sich in jeden Block einzeln hingesetzt und sich 2, 3 Lieder angehört, um sicherzustellen, dass man von jedem einzelnen Platz in dieser Arena, die ihr eigens gebaut worden ist, auch gut hören kann. Wir haben den Veranstalter Marek Lieberberg gerade im O-Ton gehört. Er sagte, am Tag nach dem letzten Konzert ist das Ganze wieder abgebaut. Was geschieht denn dann mit der Arena und dem ganzen Drumherum, wenn die Konzertreihe beendet ist? Ja, das ist im Prinzip kaum zu glauben. Also im Mai ging es hier los mit dem Aufbau. 700 Menschen waren hier im Einsatz. Und nur, dass man das kurz versteht, einer der Gründe, warum man diese Konzertreihe hier in München abgehalten hat, ist gar nicht mal, dass die Messe so groß ist, sondern dass hier eine der größten Freigelände einer Messe weltweit sind. Da kann London nicht mithalten, da kann New York nicht mithalten. Wir reden hier von einem Areal von 400 Quadratkilometern. Also das sind etwa umgerechnet 60 Fußballfelder, auf denen eben diese Adele World, dieser Freizeitpark sozusagen, hier gibt es übrigens auch ein Riesenrad oder ein Kettenkarussell, aber eben auch die Arena entstanden ist und man wird es kaum glauben. Direkt am Tag danach wird das alles wieder abgebaut, aber beispielsweise wurde hier ein spezieller Asphalt, ein Teerboden verlegt, der wasserlöslich ist, sodass die Fans, sollte es hier regnen, nicht wirklich im Schlamm stehen. Das wird dann woanders weiter verbaut und der Rest, der wird einfach abgebaut und in ein paar Monaten ist dann keine Spur mehr hier von dieser Arena und von dieser Adele World. Wie kommt denn diese Veranstaltungsreihe bei den Münchnerinnen und Münchnern an?
Ja, da sind die Meinungen so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite ist man hier in München gerade echt verwöhnt von diesem Sommer. Es gab ja viele Spiele der Europameisterschaft, die in München stattgefunden haben. Dann war Taylor Swift für zwei Konzerte zu Gast. Und jetzt natürlich hier das nächste Highlight mit Adele. Also man findet das auf der einen Seite ganz, ganz toll, dass man eben gar nicht reisen muss, sondern hier in der eigenen Stadt gerade solche vielen tollen Erlebnisse hat. Aber auf der anderen Seite beschweren sich auch viele Anwohner, die sagen, was den Verkehr angeht beispielsweise, ist das natürlich hier eine Katastrophe. Der kommt dann 10-mal zu erliegen, weil sie ja für 10 Konzerte hier sind. Und auch, ja, was so das ganze Ökologische, die Nachhaltigkeit angeht. Wir haben es ja gerade gehört, die Arena wurde eigens für sie aufgebaut und wird dann direkt danach wieder abgebaut. Dann kommen viele Fans aus dem Ausland. Also das sind alles Dinge, die nicht jeden Geschmack hier in München treffen. Kommen wir mal zum Musikalischen. Was kann denn das Publikum heute Abend erwarten? Ja, also es wird, das kann ich schon mal sagen, eine One-Woman-Show. Und zum Beispiel anders als bei Taylor Swift, da waren wir auch vor Ort, da gab es ja eine große Vorband, die schon anderthalb Stunden vorher gespielt hat. Das ist de facto nicht der Fall. Es gibt keine Vorband. Adele wird alleine anreisen und hier alleine auftreten. Und das Ganze geht dann um 20 Uhr los. Also jetzt ist der Einlass in die Adele World. In die Arena darf man dann ab 17 Uhr rein. Das Konzert, das beginnt dann um 20 Uhr. Und sie wird etwa 2,5 Stunden spielen und hat auch die ganze Woche schon eifrig hier hinter mir geprobt. Adele will ja dem Vernehmen nach den Konzerten in München erst einmal eine Pause einlegen. Was ist der Grund? Naja, also was sie immer schon gesagt hat, dass sie, während sie auf Tour ist, während sie Konzerte gibt, sich nicht wirklich auf ihre Musik konzentrieren kann, keine Alben schreiben kann. Und ihr letztes Album hat sie ja 2021 veröffentlicht, 30. Und dann war sie die letzten anderthalb Jahre ja in Las Vegas zugange. Das darf man nicht ganz vergessen. Dort ist sie jede Woche aufgetreten in einer sogenannten Residency. Und das letzte Konzert war erst am 15. Juni 2024. Also das ist noch nicht mal 2 Monate her. Und ursprünglich hat sie ja eigentlich gesagt, sie möchte dann erstmal Pause machen, den Sommer genießen. Daraus wird jetzt erstmal nichts, denn sie verbringt den Sommer hier in München im August und will dann erstmal ein bisschen Zeit haben für ihren Sohn, für ihr Privatleben und dann hoffentlich auch wieder neue Songs schreiben. Das hoffen zumindest auch die vielen Fans hier. Okay, von Adele wird dann erstmal eine Pause zu erwarten sein, aber der Veranstalter Marek Lieberberg sagt, das sei der neue Standard der Live-Konzerte, der da jetzt gesetzt wird. Werden wir sowas also in Zukunft öfter erleben, auch in anderen deutschen Städten, sowas wie die Helene Fischer World, die Tote Hosen Experience oder das Lindenberg Adventure? Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz neues Musikkonzept, so muss man es sagen. Früher war es ja so, da sind die Stars zu den Fans gereist und heute, da ja, reisen die Fans zu den Stars. Und das ist etwas, worauf wir uns künftig, glaube ich, wirklich öfter einstellen müssen. Wir hatten ja auch in München hier 2022 auch schon, auch auf diesem Messegelände, Riesenveranstaltungen damals mit Helene Fischer, mit Robbie Williams. Für die Stars ist es natürlich einfacher, weil sie an einem Ort verweilen können und die Fans müssen dann halt extra anreisen. Aber das könnte in der Tat ein Konzept der Zukunft sein, ob man dann jedem Star eine Arena bauen muss. Das ist jetzt mal dahergestellt. Vielen Dank für diese Informationen und Eindrücke. Ilenit Spinner in München.